Hallo, ihr lieben Medizinbegeisterten. Hier ist wieder Claudia Bignon und heute beantworte ich eine Frage. Ihr könnt euch auch sicherlich vorstellen, dass wenn Fragen von euch kommen, ich noch mehr begeistert bin, euch über meine Leidenschaft zu erzählen. Und die Frage ist, wenn jemand Genickschmerzen hat, ob sich das auch dann auf den Arm auswirken kann. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Ja, tatsächlich ist das so, dass die Genickschmerzen auch mit Problemen im Arm zu tun haben können. Das können motorische Ausfälle sein, dass man zum Beispiel die Finger nicht mehr strecken kann oder die Hand nicht mehr so aufmachen kann. Es kann ein einfaches Kribbeln sein. Es können sensible Ausfälle sein, dass man hier auf der Haut irgendwas nicht mehr spürt. Und wie kann das jetzt zustande kommen? Stichwort ist der Plexus brachialis. Wir kennt es mit brachialer Gewalt. Also das ist ein Nervenplexus, der hier hinten herkommt. Aus der Halswirbelsäule kommen die Nerven raus, bilden diesen Plexus. Und im Prinzip gibt es drei wichtige Nerven am Arm. Und die entstehen alle aus diesem Plexus brachialis. Das ist der Nervus radialis. Den nehmen wir auch zum Pulsmessen. Der ist hier auf der Daumenseite, können wir hier unten ja den Puls fühlen und da verläuft auch der Nervus radialis. Hier oben macht er so einen Schlenker um den Oberarm, den Humerus. Deswegen bei Oberarmfrakturen, wenn sich da mal einer den Arm bricht, da muss man immer auch gucken, kann der Patient noch die Hand aufmachen, wenn er so eine Fallhand hat und das nicht mehr geht, dann ist wahrscheinlich hier oben auch der Nervus radialis in Mitleidenschaft gezogen. Den Nervus ulnaris kennen wir auch alle, anatomische Grundstellung, ich mache mich mal etwas größer, hier innen drin, das ist der sogenannte Musikantenknochen. Den hat sich der eine oder andere auch sicherlich mal angestoßen. Und dann gibt es noch den Nervus medianus, das kennen wir vom Karpaltunnelsyndrom, wo hier unten operiert wird, um den zu entlasten, damit man auch wieder diese drei Finger strecken kann. Ja, und je nachdem ist es jetzt so, wenn ich weiß zum Beispiel, wie auf einer Landkarte, das zeige ich euch auch gleich hier oben, die sensible Innervation der Haut und dann könnt ihr genau sehen, welcher von diesen drei Hauptnerven jetzt die Haut innerviert. Und ich kann jetzt dadurch, dass ich feststelle, wo an der Haut der Patient nichts mehr spürt, kann ich sagen, ah ja, das ist der und der Nerv und wahrscheinlich ist hier oben an der Halswirbelsäule etwas im Gange. So, wie kriege ich das genau raus? Also wir haben jetzt gesprochen über die Motorik, dass die Hand vielleicht nicht mehr funktioniert. Wir haben gesprochen über die Sensibilität, also alle drei Nerven sind motorisch und sensibel. Und jetzt gucken wir doch mal, was ist denn das jetzt am Genick und an der Halswirbelsäule, was da nicht stimmt. Und grundsätzlich kann ich ein Röntgenbild anfertigen, das zeige ich euch jetzt hier auch gleich. Wir sehen eine Steilstellung der Wirbelsäule, also die L-Form, die Lordose, sieht man nicht, die ist ganz steil gestellt. Das heißt, der Patient hat schon Probleme, aber wenn ihr mal guckt zwischen den einzelnen Wirbeln, die Abstände sind da und dieser Zwischenraum, da sitzt immer die Bandscheibe. Also die Wirbel sind nicht zusammengesintert und es fehlen auch jetzt keine Bandscheiben oder die sind auch nicht in der Höhe gemindert. Und wenn wir also einen Bandscheibenvorfall genauer angucken wollen, müssen wir ein CT oder besser noch ein MRT machen, je nachdem, wie viel Zeit wir haben. CT, Spiral-CT habe ich in 2,5 Minuten, ein MRT braucht 20 Minuten, also im Notfall nehmen wir natürlich immer das CT und dann gucken wir da mal genauer hin. Also Bandscheibenvorfall ist für mich eigentlich immer ein Rückfall, weil die Bandscheibe fällt zwar vor, aber eigentlich verrutscht sie nach hinten, nach dorsal und das kann jetzt auf den Nerven drücken. Wenn sie direkt nach hinten rutscht, dann drückt es auf beide Armnerven, aber sie kann auch seitlich rausrutschen und dann nur auf einen Armnerv drücken. Und
Dann könnt ihr natürlich auch die Foramina beurteilen. Die zeige ich euch jetzt auch wieder hier im Bild. Also es ist jetzt nicht nur die Bandscheibe, die Probleme machen kann, sondern hier seitlich sind ja auch immer die Auslässe, wo die Nerven raustreten durch so einen Foramen. Und die können auch mal verkalkt sein, eingeengt sein und das kann auch wieder Probleme im Arm verursachen. Also, wenn man sich da einarbeiten will, das ist ein sehr großes, weitreichendes Thema. Wir haben jetzt mal heute so oberflächlich das Wichtigste besprochen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt das bitte unten in die Kommentare. Ihr könnt euch auch weitere Videos wünschen und natürlich, wie immer, freue ich mich auch über Likes und Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, eure Claudia Bignon.